Halli, hallo miteinander und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Game TV. Und heute haben wir unter anderem das am Start. Unglaublich, hä? Hey, das geilste Game. Das geilste Game. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch nächste Woche erwartet. God of War 3, jetzt dann erhältlich. Besser gesagt Mitte März, gell? Genau, ja. Hoi übrigens, hey, auch dir. Aus dem Anlass will ja God of War, ja, hä? Gut, es jagt irgendwie ein Highlight das andere in diesem Jahr, zumindest bis jetzt. Aber God of War 3 sicher ein Höhepunkt in diesem noch jungen Zockerjahr, gell? Ja, nein, das Action-geladene Jahr. Genau, auch wenn der Dante vor rund einem Monat, anderthalb, auch schon ziemlich ähnlich daher geschnitzelt hat und geschnetzelt. So würde ich doch meinen, God of War 3 sicher ein neuer Maßstab in Sachen Action-Spiel. Und da haben wir, wie gesagt, ein kleines Interview für euch am Start, wo wir euch auf das Ganze schon mal einstimmen. Ja, das ist aber noch nicht alles, gell? Nein, erste halbe Miete. Das ist erste halbe Miete. Wir schocken euch noch ein bisschen und das auf völlig biomäßigen Weg. So blödes Wortspiel. Aber man sollte rauskommen. Extrem dumm, ja. Ich hoffe, man ist rauskommen, also so blöd ist. Also, Bioshock 2, neuer Shooter oder respektive Fortsetzung zu einem mehrfach ausgezeichneten Shooter aus dem Jahr 2007, glaube ich. Ja, ich glaube 2007 gewesen. Auf jeden Fall, sechs ist well. Bioshock 2 schon seit ein, zwei Wochen am Start und wir haben heute für euch unser grosses Review am Start. Tja, und ob so viel Ballerei und Schnitzelei, bleibt mir nur noch zu erwähnen, dass wir natürlich auch heute wieder einen kleinen Wettbewerb für euch am Start haben und dort dreht sich alles um. Bioshock. Hey, Wahnsinn. Genau, Bioshock, das könnt ihr gewinnen, und zwar für PC. Also passt gut auf im Laufe der Sendung. Und das wäre es eigentlich schon gewesen, gell? Nein. Da können wir auch wieder aufhören. Nein, der Anfang in der heutigen Sendung macht das Interview, das wir schon letztes Jahr an der E3 für euch geführt haben. Und zwar zu God of War 3. God of War 3, ich habe es gerade eben schon gesagt, sicher einer der meist erwartetsten Titel in diesem Jahr. Bedeutet der Eintritt von dieser Franchise ins Next Generation Zeitalter. God of War 1 und 2 ja für PlayStation 2 erschienen im Jahr 2005 und 2006. Ja, und wie gesagt, da macht jetzt God of War 3 den Eintritt ins Next Generation Zeitalter, ist aber auch gleichbedeutend mit dem Ende von dem Ganzen, gell? Kratos ausdient, ja. Kratos hat alle Götter fertig gemacht. Gut, ich weiss es noch nicht. Man wird es ja dann sehen am Ende vom dritten Teil, wo in ein paar Wochen am Start ist. Und wie gesagt, zum Einstimmen auf das Ganze haben wir ein kleines Interview für euch vorbereitet. Und da wollte ich jetzt nichts mehr dazu sagen, außer euch viel Vergnügen zu wünschen. Und bis nachher. Victory brought order to the land, prosperity to mankind. Now that order is threatened. The sacred halls of Olympus have been breached. Brothers, in the end, he will suffer. In the end, we will triumph. In the end,
there will be only chaos. God of War has always had this big story arc that we've been trying to tell, and it's taken 3 games to tell this story. And God of War 3 is the conclusion of this epic story between Kratos and the Titans and the gods. God of War 2 actually ended with Kratos on the back of Gaia as they're both ascending Mount Olympus, and they're about to just completely destroy all the gods and all of Mount Olympus. And we left that huge cliffhanger, and this is the payoff from that big cliffhanger. This entire game is based on wrapping all of those things up. Kratos' big story arc, you know, how is all this going to end? What's going to happen with the gods? Kratos is out for revenge. He's ready to just kill them all and completely destroy Olympus. And you get to play the whole thing. There's major improvements on all ends. The visuals are obviously taking to the next generation. You know, higher detail textures. All these standard things you get. But you know, we've made sure that the new technologies we've add to Kratos. So when he's fighting, you'll actually see his muscles flex and the veins pop. When blood is spraying everywhere, it actually lands on him. The more accumulates, and he just gets completely drenched in it. And the level of detail in the game, the quality of the graphics, just it vastly improved. And the new tech feature that we're really pushing in this game that we've always wanted to do is fighting on Titans, on living worlds, moving worlds. So in the previous games, you'd see these glimpses of the Titans, and in this one, it's all real. So you'll be running along some Titan like Gaia, or you remember Kronos in the past. You'll be like Gaia, for example. You could be running along her arm, and Kratos is about this big, and Gaia will move her arm like you saw in the trailer. And Kratos has to react to that and go into a wall climb state and change all these different states. And he has to react to that world dynamically while you're fighting enemies, while you're doing all the normal things you do on levels. But now this is a living, moving creature. We're adding all new weapons, all new items, all new enemies, all new boss battles. You know, all that stuff's brand new. And we're improving on every system wherever possible. We're making the minigame systems better. We're making all the graphics better. We're upgrade systems better. Wherever we thought the game could be more accessible, more brutal, more visceral, we're taking it all up to the next level. I think the more accessible is along the lines of so everybody understands the strategy and what they need to do. That doesn't make it easier. It just conveying that information to the people. In God of War 2, we got rid of those health bars that always show up in boss battles and people just stare at them all day long. We actually work towards making sure the players understand where they are in the boss battle. Am I hurting him? Am I not hurting him? Am I progressing the fight? I'm ripping the guy apart. You know, yeah, I'm doing a good job. So that's an example of making it more accessible. Hi. Tell me something about the sexual content. Well, there's not much I can talk about right now. Yeah, we are on shot. Why? We are Swiss TV. You can tell everything. Nothing to do with that. We're still working on stuff. We're actually working a lot on the Titan stuff, and you know, you've seen that stuff in the previous God of War games. And it's not anything that we want it to be funny, haha, or anything like that. It's, you know, all that was meant to be part of Kratos' character, you know. I can't really say anything, but there's some awesome stuff. You guys love it. I can't wait to talk about it, but right now I can't. No!
probably not going to talk too much about the story later on or how things end, obviously, because we want to make sure that people have that experience. But the story is just going to be fantastic. When you're done with this experience, you're going to be like, wow, it was an epic conclusion to the God of War series, the story arc of Kratos. My vengeance is everything. Everything must come to an end. Who, huh? Grauhaft. Der Adam. Der Adam, der weiß es. Der weiß es. Ja gut, der hat das Spiel auch mitgestaltet. Und ich freue mich auf God of War 3. Ja, sowieso. Unglaublich. Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis auf unsere nächste Sendung. Heute in einer Woche, gleiche Zeit, gleicher Kanal und so weiter. Da haben wir für euch unser grosses God of War Spezial am Start. Und zwar berichten wir nicht nur vom offiziellen God of War Event, wo wir noch hingehen, gell? Mhm. Ja, steht auch noch vor der Tür. Genau, sondern wir berichten über alle God of War Spiele, die es bisher gegeben hat und die es jetzt dann auch noch gibt. Sprich, God of War 1, 2 und 3. Also Kratos in Reinkultur und in voller Länge umgeschnitten und mit allen Schweinereien, die man so zu sehen bekommt. Im Laufe dieser Trilogie. Schön, hä? Muss man gar nicht mehr sagen. Nein. Gehen wir weiter. Ja. Tauchen wir gerade ab. Jetzt. Ja, jetzt tauchen wir ab. Und zwar nach Rapture. Rapture kennt jeder, will jeder an, muss jeder sein. Ja, vor allem als Big Daddy. Genau, Big Daddy. So, falls ihr jetzt mit Rapture nichts anfangen könnt und mit Big Daddy schon gar nichts, dann haben wir Bioshock 1 verpasst, ein mehrfach ausgezeichnetes Spiel aus dem Jahr 2007. Und das hat jetzt einen Nachfolger bekommen. Und auch dieser Nachfolger spielt wieder in dieser ominösen Unterwasserstadt Rapture. Und was das mal dort unten so abgeht, ich glaube einiges, gell? Ja, sicher. Ja, das schaut ihr euch jetzt am besten in unserem grossen Review an. Und vielleicht erfahrt ihr dort auch gerade noch, ob sich etwas geändert hat im Verlauf zum ersten, im Vergleich zum ersten Spiel. Wir haben viel Vergnügen bei Bioshock 2. Nach dem fantastischen Bioshock, das mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre und innovativen Gameplay-Variationen bestach, könnt ihr nun erneut in die Unterwasserstadt Rapture abtauchen. Die Stadt, in der das Unmögliche möglich ist und der Wahnsinn regiert, bildet auch in Teil 2 des Submarine First-Person-Shooters die etwas speziellere Spielumgebung. Ob sich ein zweiter Tauchgang lohnt, erfahrt ihr in unserem Review. Anstelle eines Menschen übernehmt ihr in Bioshock 2 die Rolle eines Big Daddy. Die riesigen Taucherkreaturen sind mit dem Beschützen der berüchtigten Little Sisters beauftragt. Als Big Daddy-Prototyp ist der Spieler ein ganz spezielles Exemplar. So ist er nicht nur schwer bewaffnet, sondern auch fähig, die bereits aus dem Vorgänger bekannten Plasmide zu verwenden. Freeze enemies for longer. Charge up and put them on ice. Warning, colds are catching. Die Kehrseite seiner besonderen Fähigkeiten ist jedoch, dass er an eine ganz spezielle Little Sister gebunden ist, ohne die er nicht existieren kann. Als ihr gleich zu Beginn von eurer kleinen Schwester getrennt werdet, scheint euer Schicksal bereits besiegelt zu sein. Nach 10 Jahren steht ihr aber plötzlich wieder auf den Beinen, doch was in der Zwischenzeit mit euch geschehen ist, wird erst im Verlaufe des Spiels geklärt. Während eurer langjährigen Absenz habt ihr zudem den schrecklichen Bürgerkrieg, der Rapture ins Verderben gestürzt hat, verpasst. Ziemlich verwirrt macht ihr euch in der zerstörten Unterwasserstadt primär auf die Suche nach eurer kleinen Schwester. Daddy was sleeping for such a long time, and Eleanor has missed you.
große Gegenspielerin ist diesmal die verrückte Sophia. Sie möchte die Little Sisters für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Im Auftrag von Dr. Tannenbaum versucht ihr, sie aufzuhalten und nebenbei das Geheimnis eurer Herkunft aufzuklären. Der Großteil der Story wird euch erneut mittels Audiotagebüchern geschildert. Zudem gibt es wieder mehrere mögliche Enden, die ihr mit euren moralischen Entscheidungen beeinflusst. Als Big Daddy habt ihr, neben dem für den Nahkampf gedachten Bohrer, ein ordentliches Waffenarsenal bereitstehen. Doppelläufige Schrotflinten, schwere Maschinengewehre und Raketenwerfer sind nur einige Beispiele der teils überarbeiteten und sonst neuen Waffen. Eine zusätzliche Erweiterung des Sortiments ist die Hackpistole. Mit dieser könnt ihr automatische und manuelle Hackpfeile verschießen und auf diesem Wege unerreichbare Türen und Türme von weitem hacken. Der Big Daddy hat, anders als der Protagonist des Vorgängers, Waffe und Plasmid gleichzeitig zur Hand. Vom letzteren sind einige neue Arten verfügbar. Eines der praktischsten ist sicherlich das Scout-Plasmid. Bei dessen Verwendung könnt ihr als Geist kurzfristig die Gegend auskundschaften. In aufgerüsteter Form darf man als Geist sogar hacken, denn neben der normalen Bewaffnung lassen sich diesmal sogar die meisten Plasmide verbessern. Die insgesamt 3 Upgrade-Stufen vergrößern aber nicht nur die Stärke, sondern verändern auch ihre Einsatzmöglichkeiten. Stärkere Plasmide und natürlich auch passive Fähigkeiten, genannt Toniken, sind auch bitter nötig. Um sie zu kaufen, benötigt ihr die Droge Adam, die hier als Währung fungiert. Und an diesem Punkt kommen die Little Sisters ins Spiel. Habt ihr ihren Beschützer beseitigt, könnt ihr das Schwesterchen adoptieren und sie auf Adam-Suche schicken. Dann lotst sie euch zur nächstgelegenen Leiche und beginnt es zu sammeln. What we call an awful killer. The end of mankind. Doch auch die Adam-süchtigen Splicer sind ganz wild auf die Beute und attackieren eure kleine Helferin. Wenn ihr sie lange genug von den Junkies beschützen könnt, werdet ihr mit einer ordentlichen Adam-Portion belohnt. Schwieriger wird es, wenn ihr euch gegen die sogenannten Brute-Splicer behaupten müsst. Sie sind größer, schneller, stecken mehr ein und teilen entsprechend aus. Hartnäckigster Widersacher ist aber die Big Sister. Sie ist nicht nur enorm stark und flink, sondern kann wie ihr Plasmide verwenden. Im Gegensatz zur Story und dem Gameplay hat sich in optischer Hinsicht kaum etwas verändert. Das wasserdichte Rapture sieht auch in Teil 2 wieder sehr ansprechend aus, ist noch detaillierter umgesetzt und verpasst dem Spiel weiterhin die geeignete Stimmung. Doch trotz teils ganz neuen Locations wird die Umgebung den Spielern des Vorgängers ziemlich bekannt vorkommen. Dem schaffen aber die Trips ins kühle Nass außerhalb der Stadt Abhilfe. Dort finden allerdings keine Kämpfe, sondern nur Erkundungen statt. Im Gegensatz zum Vorgänger hat Bioshock 2 auch einen Multiplayer-Modus. Als Mensch kämpft ihr in den Unterwasservarianten von Free for All über Team Deathmatch bis hin zu Capture the Flag, das hier passenderweise zu Capture the Little Sister mutiert. Bioshock 2 hat ein wirklich schweres Erbe anzutreten, denn der Vorgängertitel räumte einige Awards ab. Der frische Glanz des ersten Teils verliert sich zwar ein wenig in den Tiefen des Ozeans, aber dennoch ist der zweite Tauchgang nach Rapture sehr gelungen. Der neue Protagonist und die erneut ziemlich verschleierte Story sorgen für eine super Fortsetzung zu einem der ausgeflipptesten Shooter aller Zeiten. Hinzu kommt der ersehnte Multiplayer-Part, der die Einzelspielererfahrung auf angenehme Weise ergänzt und so Bioshock 2 noch interessanter macht. Das ist cool eigentlich, hä? Ja, schon, ja, schon, doch. Ziemlich. Also, muss sagen, tritt in die Fußstapfen vom berühmt berüchtigten Vorgänger. Ja, alles bekannt, mehr oder weniger, außer dass man jetzt einen Big Daddy spielt. Wobei, hat man am Ende vom ersten Teil auch schon gemacht. Wenn man mal vielleicht so ehrlich ist. Das war schon ein Wink gewesen, hä? Also, jetzt das ganze Spiel als Big Daddy durchschreiten, durchballern, durch ich weiss nicht was und Little Sisters retten, sozusagen, oder beschützen. Mhm. Wobei auch die Multiplayer-Geschichten, die sind recht cool, das ist sicher die grösste Innovation an diesem Titel. Endlich kann man dort unten unter Wasser, also auch
gegen andere menschliche Kontrahenten antreten. Ja. Oh. Man muss nicht schön, sagen. He? Nein. Ich will wirklich nichts mehr sagen. Ausser, habt ihr gut aufgepasst. Ich hoffe es, weil jetzt kommt das. Mach mit beim Game-TV-Wettbewerb von dieser Woche und gönn wieder ein absolut fett. Den Preis. Wir verlosen jetzt nämlich zweimal den ultimative Unterwasser-Shooter Bioshock 2, und zwar für den PC. Für den PC. Um mitzumachen, musst du nur die folgende absolut einfache Frage beantworten. Wen muss man in Bioshock 2 als Big Daddy beschützen? A. Granny Smith. B. Little Sister. Schick ein SMS mit dem Keyword Game 09 und A und A oder B an Zielnummer 999. Und mit ein bisschen Glück kannst du dich schon bald in Anzug von einem Big Daddy zwängen, nach Rapture abtauchen und auf die Jagd nach fiesen Splicer, Big Sisters und anderen ekligen Gegnern gehen. Game TV wünscht dir viel Glück. Schön, hä? Wollte ich auch gewinnen. Kann ich leider nicht. Könnt nur ihr. Hä? Bioshock 2 für den PC verlosen wir jetzt. Haben Sie gerade gesehen und gehört. Und wenn ihr es noch nicht habt, es aber gerne hättet und nicht dafür wollt Geld ausgeben, dann ist jetzt die Zeit gekommen, mitzumachen. Und mit diesen flotten Bildern von Unterwasser wäre es wie das mal, gell? Ja, tauchen wir wieder auf. Tauchen wir wieder auf und ja, nächstes Mal. Begebt uns mal Richtung Olymp. Weil, was ich gehört habe, sollte es dort definitiv abgehen in der nächsten Zeit. Und wie gesagt, nächstes Mal dann grosses, fettes Kratos, respektive God of War 3 Special. Hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dann, macht's gut und ciao zusammen. Ganz genau. Fight! Watch and play. Game TV.